Hat Deutschland keine Vermögensteuer? Was ist die Schuld der SPD daran und warum bräuchte es eine? Also ausgesetzt hat sie Helmut Kohl, muss man der Gerechtigkeit halber sagen. Aber die SPD hat sehr, sehr viele Jahre regiert. Zunächst mal auch nur mit den Grünen, dann eben in der Großen Koalition. Und jetzt stellt sie wieder den Kanzler und trotzdem gibt es keine. Weil es natürlich massive Einflussnahme und starke Interessen gibt, die die Vermögenssteuer nicht wollen. Und die Politik duckt sich da weg. Das hat wieder was mit Macht und Reichtum zu tun. Natürlich knickt Politik da ein, wenn sehr, sehr einflussreiche Leute, da sitzt man zusammen, man kennt sich und da will man dann auch nicht auf die Füße treten. Oder so läuft Politik. Also das ist leider so. Und dann spendet man noch ein bisschen was irgendwo und dann machen Politiker das. Und das ist ein großes Problem. Und ich finde auch bei der Vermögenssteuer, natürlich muss man zwei Dinge unterscheiden. Und das ist eben das Kernproblem. Es gibt die Unternehmer, die wirklich so haften, wie Sie sagen, volle Haftung, die auch selbst im Unternehmen arbeiten und wo das ganze Unternehmen davon lebt, dass der Unternehmer erstens eine gute Idee hatte, ohne die es das Unternehmen nicht gäbe. Ihr Unternehmen hätte es nicht gegeben, wenn Sie einfach nicht eine Idee gehabt hätten, die es so vorher nicht gab. Der Unternehmer muss halt den Wandel der Zeit mitmachen. Und er muss natürlich das Ganze managen. So, dann lebt das Unternehmen von der Leistung des Unternehmers. Aber es gibt natürlich auch genügend Eigentümer von Betriebsvermögen. Da lebt das Unternehmen nicht von der Leistung des Unternehmers, sondern die haben sich längst zurückgezogen, die haben das Unternehmen geerbt und die beziehen aus dem Unternehmen sehr viel Geld. Und irgendwann verkaufen sie es vielleicht an irgendeinen Finanzinvestor. Und das ist entscheidend. Auch keine Haftung, wenn Sie Haftung haben, dann ist wieder was. Okay. Ja, aber selbst wenn es Personengesellschaften sind, meistens sind es aber dann auch Kapitalgesellschaften. So, und auch da ist eben genau das gleiche Problem. Die zahlen auch keine Vermögenssteuer, haben aber dadurch eben einen sehr luxuriösen Start ins Leben. So, und da finde ich, das muss massiv besteuert werden. Und Sie können die Haftenden dann rausnehmen, wenn Sie eben zum Beispiel so eine Eigentumsform wie Verantwortungseigentum schaffen. Weil das ist für die, die im Unternehmen arbeiten. Das ist für die, die wirklich für ihr Unternehmen brennen. Die müssen es dann nicht bezahlen. Alle anderen können sie mit einer starken Vermögensbesteuerung belasten. Stimmt, bei der Vermögenssteuer, da ist das, glaube ich, sinnvoller. Also wenn du da, also die kannst du ja sofort, wenn der Unternehmer dann sagt, okay, ich will kein Einzelunternehmer mehr sein, ich verkaufe das, fällt sofort auf das Vermögen, was er dann weiterhin hat, Vermögensteuer an. Also dass du Unternehmen so zu Eigenverantwortung zwingen könntest, quasi mit einer Vermögensteuer. Mhm. Ja, ein interessanter Weg. Mal gucken, was der Stegner jetzt sagt. Was? Mal gucken, was der Stegner jetzt sagt. Der hat ja die ganze Zeit schon so, als wenn er so gebrennen würde und irgendwas entgegnen würde. Wagenknecht hat ja erst auch so diese Lobbyisten als Einflusspunkt kritisiert. Mal gucken, ob er jetzt so die SPD und alles verteidigt oder was er sagt. Das finde ich spannend. Na, aber bei einer Erbschaftssteuer, da hast du ja nur einmal diese Steuer, die anfällt. Und wenn du dich quasi einmal da drum rumgeschummelt hast, also da sehe ich viel größere Risiken, dass da irgendwelche Schlupflöcher missbraucht werden, als bei der Vermögensteuer, die jedes Jahr neu erhoben wird. Also das ist ja das Gute an der Vermögensteuer. Ja. Und ich da höre. Ich bin ja selbst für die Vermögensteuer. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Zerrbild, die Politiker sind halt so und so wollen sie mächtig nicht auf die Füße treten. Sie haben die ganze Zeit... dieses Zerrbild. Was hat die SPD denn gemacht? Die hat Veräußerungsgewinne steuerfrei gestellt. Die hat den Spitzensteuersatz von 53 auf 42% gesenkt. Die hat den Mehrwertsteuersatz von 16 auf 19% erhöht. Also das ist alles unter SPD-Ägide in den letzten Jahrzehnten passiert. Ja, und das jüngste Beispiel ist ja, dass Scholz noch im Wahlkampf 21 gesagt hat, dass die Mehrwertsteuer einer Gastro beispielsweise nicht wieder erhöht werden soll. Und jetzt hat man auch gerade das wieder gemacht. Also, ja doch, die Politiker, die sind schon so. Aber es gibt ein Wachstumschancengesetz, also Steuersenkung für Unternehmen in Höhe von 6 bis 7 Milliarden Euro im Jahr. Und wie viel BIP-Auswirkung? 0,2% waren es? Oder 0,02%? Gerechnet. Also die Unternehmen, die haben ja keine hohe, also wenn die Kapitalgewinne der Unternehmenseigner dadurch vor allem steigen, was durchaus passieren könnte. Also es kann auch sein, dass dadurch, es ist unwahrscheinlich, dass dadurch zusätzliche Investitionen angeregt werden, dann wird das aufs BIP fast gar keinen Einfluss haben. Also genau. Weil, ja, die Reichen keine hohe Konsumquote haben. Das ist doch auch diese Erzählung, die wir jetzt seit 30 Jahren hören, ihr müsst die Steuern senken, damit die Unternehmen mehr investieren. Und was sehen wir eigentlich, dass seit 30 Jahren die Investitionsquote der privaten Unternehmen eigentlich eher sinkt? Wir waren irgendwie mal Anfang der 90er bei 25% und ich glaube, jetzt sind wir so bei 21% ungefähr.
Also obwohl ja die Unternehmenssteuern zum Beispiel halbiert wurden, obwohl man die Vermögensteuer ausgesetzt hat, obwohl man auch die Spitzensteuersätze reduziert hat. Also wir sehen doch eigentlich in der Realität, dass ganz viel, was uns hier immer wieder erzählt wird als Heilsversprechen, nicht funktionierte. Ja, ja. Seit indem Sie politisch tätig sind, in Opposition gearbeitet. Das respektiere ich. Wenn man in der Regierung ist, muss man Kompromisse schließen, muss man Mehrheiten machen, muss man dafür sorgen, dass man den Menschen nicht nur Sachen verspricht, sondern auch Fortschritte erzielt für sie. Da ist der Mindestlohn ein kleiner Fortschritt. Kann ich mal eben kurz, da ist das kurz mit der einwerfen? Also, wenn du einen Kompromiss schließt, hast du ja zwei gegensätzliche Positionen. Aber wenn du jetzt hier so eine Gruppe hast von Grünen, SPD, FDP, CDU und so, die ja im Prinzip allesamt Politik für Oligarchen machen, dann machen die ja keinen Kompromiss. Die stehen ja alle auf derselben Seite. Die haben hier vielleicht noch so ein paar Nuancen. Das sind denn Unterschiede, ja. Aber das ist ja am Ende also kein Kompromiss zwischen, auf der einen Seite hast du welche, die stehen für die Interessen der Beschäftigten ein und auf der anderen Seite hast du Leute, die stehen dann für die Interessen von Superreichen. Da kannst du vielleicht, gibt es dann irgendeinen Kompromiss. Aber du hast ja nur Leute, die dort eigentlich für die Konzerne, Banken und die Milliardäre einstehen, die dahinter stehen. Und deswegen, ich finde diese Kompromissideologie, so wie das da immer verkauft wird, oh, ich finde das ganz schrecklich. Ja, ja, um mal zwei Beispiele für das zu nennen, was du da gerade erklärt hast. Wir haben bei der Mindestlohnerhöhung bei der letzten gesehen, dass in der Mindestlohnkommission die Gewerkschaften gesagt haben, okay, wir hatten jetzt eine krass hohe Inflationsrate, zumindest für einige Zeit, um diese Mindestlohnerhöhung von 12 Euro real aufrechtzuerhalten, also um den nicht durch die Hintertür der Inflation wieder einzukassieren, bräuchte es jetzt eigentlich einen Mindestlohn von 14 Euro. Die Arbeitgeber haben gesagt, nein, ist schon ganz gut, wenn der Mindestlohn jetzt real wieder sinkt, 12 Euro waren uns sowieso zu viel, wir erhöhen den nur auf 12,41 Euro, also durch die hohe Inflationsrate eine deutliche Mindestlohnsenkung. Was hat sich am Ende durchgesetzt? Die SPD-Politikerin Christiane Schönefeld hat in der Mindestlohnkommission die entscheidende Stimme abgegeben zugunsten der Arbeitgeber. Deswegen ist der Mindestlohn nur so schwach gestiegen, beziehungsweise real ist er ja nicht gestiegen, sondern sogar gesunken dadurch. Und anderes Beispiel, CDU und SPD hatten 2005 im Bundestagswahlprogramm Wahlkampf gesagt, also die CDU hat gesagt, wir erhöhen die Mehrwertsteuer auf 18%. Die SPD hat gesagt, nee, die Mehrwertsteuer, die soll bei 16% bleiben. Was ist nach der Wahl passiert? Die Mehrwertsteuer wurde auf 19% erhöht. Also ja. Der Kompromiss zwischen 16 und 18 ist nicht 19%. Und der Kompromiss bei der Mindestlohn wird am besten real gesenkt oder der Mindestlohn wird real aufrechterhalten, da ist der Kompromiss nicht, der Mindestlohn wird real gesenkt, die Arbeitgeber haben recht. Das sind beides keine Kompromissentscheidungen, sondern das sind Entscheidungen, die sehr stark zugunsten der Kapitalseite gefallen sind. Und in beiden Fällen war die SPD ausschlaggebend dafür, dass das passiert ist. Ja, aber dann kommen die ja hin, auch so ein Stegner, glaube ich, war immer sehr vorne mit dabei und dann wundern die Leute sich, warum sagen die Leute die Politik, warum wählen sie am Ende irgendwie eine AfD, weil sie einfach gar keinen Bock mehr haben, weil das, die Leute sind ja nicht dumm, die Wähler sind ja keine Idioten, die sehen das doch. Das kann man mittlerweile ja selber auch recherchieren, da gibt es ja diverse Möglichkeiten, aber sich dann in dieser Haltung, ja, so eigentlich machen wir es doch ganz gut, wir machen hier Kompromisse und die anderen sind in Anführungsstrichen nur zu blöd, um das zu verstehen. Ey, da braucht man sich nicht wundern, wenn die so am Ablosen sind. Sie losen zu Recht ab. Eigentlich müssen die alle unter 5% runter, die müssen weg. Weil die ja. Machen am Ende nichts für uns besser. Ja, ich habe schon immer wieder gesagt, SPD und Grüne sind keine Verbündeten, das sind politische Gegner. Das Ziel sollte es sein, die Wähler, die diese Parteien wählen, davon zu überzeugen, dass sie in Zukunft BSW wählen sollen. Denn mit diesen Parteien ist keine Zusammenarbeit möglich. Und das hat Sarah Wagenknecht ja auch ziemlich deutlich gesagt. Eine Koalition mit den Grünen beispielsweise ist komplett ausgeschlossen. Ein kleiner Fortschritt, aber es betrifft ganz, ganz viele Menschen, die davon am Ende was haben, die nicht nur Sprüche hören wollen, die auch sich nicht nur die Bücher kaufen, mit denen man dann sagen wir, sein Einkommen bestreitet, sondern die wissen, dass Politik aus Mehrheiten besteht, aus Kompromissen, aus Koalitionen, mit denen man in der Demokratie zurechtkommen muss. Und dieses die da oben, wir da unten, und Politiker sind halt so, sich ein bisschen in den Populisten-Sound da einordnen, der momentan sehr problematische Folgen hat, weil wir merken ja, dass es rechts außen extrem wächst und da sind die Entfernungen bei. Willst du zuerst was sagen? Er moralisiert nur, jetzt gibt er einer Person wie Wagenknecht, kommt erst dieses Bücherverkaufen-Thema wieder, warum, was macht das da? Keine Ahnung, nochmal ein Mitgeben für irgendwas? I don't know. Und denn jetzt sind alle anderen schuld, nur man selber nicht. Alle anderen sind verantwortlich, man selber macht natürlich alles mehr oder weniger toll, mit dem Finger auf andere zeigen, die anderen sind schuld. Das ist doch,
Ich kann nur die Hand vom Kopf hauen. Sag mal so, besser man verdient sein Geld durch Bücher verkaufen, als dass man sein Geld so verdient wie Carsten Maschmeyer und Peter Hartz, die unser Sozial- und Rentensystem zerstört haben. Mehr braucht man dazu, glaube ich, nicht sagen. Ja. Bei Ihnen ja auch, sagen wir mal, teilweise relativ kurz, muss man ehrlicherweise sagen. Das will ich, nein, das will ich schon mal sagen dürfen, weil es ist leicht, auf die zu schimpfen, die regieren und zu sagen, die Politiker seien so, Politiker sind mitnichten so. Die meisten sind. Die SPD und die Grünen sind zumindest so, das wissen wir mittlerweile aus reichlicher historischer Erfahrung und deswegen sind diese Parteien auch politische Gegner.